Du bist noch nicht fertig. Das weißt du, oder? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Charaktere, die wir gerade alle hier aufsammeln, für uns gewinnen wollen, dass wir die auch spielen können. Irgendwie so nach und nach. Weil in den Trailern hat man immer wieder gesehen, dass die Charaktere halt auch auf einmal da sind und zum Spielen und keine Ahnung was. Das wär's. Oh yeah. Du treibst dich also mit den Raiders rum. Schätze, Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Bereit für etwas Action? Maliwan besteht aus jeder Menge Technologien. Ah, ja, war aus dem zweiten Teil. Machen wir ihn die Hölle heiß. Oder war das erste? Dachte ich mir. Mir nach. Wir treffen uns mit meiner Schülerin, bin grad nicht sicher, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Das Fragment ist in einer eridianischen Einsiedelei eingeschlossen. Das Kloster wurde von Mönchen darum herum erbaut, die es für heilig hielten. Ist es vielleicht, aber im Moment zieht es die falsche Aufmerksamkeit auf sich. Ich kam von Pandora zurück, um diesen Ort zu schützen. Hat gut geklappt, bis Maliwan uns gefunden hat. Achtung, ihr dämlichen Pazifistenmönche! Hier spricht Unterdrücker Trond. Das ist nicht nur ein Titel, Unterdrückung ist mein Metier. Athenas ist jetzt Eigentum der Maliwan Corporation. Hab ich grad auch. Oh, das ist Trond, die Nervensäge. Bislang konnte er nicht in die Einsiedelei vordringen. Aber wir sollten uns nicht auf seine Inkompetenz verlassen. Hör zu, Mönche. Ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen. Aber eigentlich mache ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen riesigen Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich also euer ganzes Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, dann werde ich das tun. Versteht ihr? Das versteht ihr doch, oder? Aber klar doch. Sichere den Platz. Danach läuten wir die Friedensglocke, damit uns die Mönche durchlassen. Oh. Taschenrex! Geht es dir wieder gut? Gut. Komm noch schon, Dicker. Alter! Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen.
Oh, pff, aua. Es geht mir gut. Nur eine Sekunde. Oh, ich hab einen Flammenwerfer. Ich sehe noch einen Typen. Der Tod ist eine natürliche Sache, aber deiner war aufregend. Lenkt sie ab! So, Dicker. Die Jagd beginnt. Die Luft ist rein. Wenn wir nicht im Krieg sind, läuten die Friedensglocken Tag und Nacht im Stundentakt. Echt ein Albtraum. Ich weiß nicht, was Tyreen Lilith anfängt. Wenn wir die Schlampe erwischen, was... Maya, wo ist die Kleine? Sucht vermutlich Ärger. Ob du Ärger hast oder machst, mögen die sechs Stürme dich schützen. Er hat recht. Ich sollte nach meiner Schülerin sehen. Ava, bewachst du noch die Bibliothek? Maya! Hey, ja! Ich bin sowas von bei der Bibliothek! Du hast doch gesagt, ich soll dort bleiben. Hier, weil ich bin ja noch hier. Ava ist so schwer an einem Ort zu halten wie Quecksilber. Aber deshalb habe ich sie aufgenommen. Entweder wird sie umgebracht, oder ich bringe ihr bei, zu überleben. Achtung, Mönche von Athenas! Hier spricht Captain Trant. Gebt sofort das Schlüsselfragment heraus
oder wir verkleinern euren so blöd friedlichen Planeten. Das heißt, wir sprengen ihn. Gott, ich liebe diese Firma. Form und Funktion. Oh, was ein Krieg hier, ey. Sag mir Bescheid, wenn du stirbst. Dann kann ich wenigstens deine Leiche plündern. Legen wir los! Deine Flamme brennt noch. Aber hallo, Kammerjäger. Wärst du bei Beginn der Invasion da gewesen, hätten wir Alleinstand gehalten. Jetzt läute die Glocke. Ich brauche Iridium, um in die Einsiedelei zu gelangen. Es stärkt meine Sirenenkräfte. Ganz und gar nicht nebenbei bemerkt, was hältst du von Grabräuberei? Bin dabei. Gut. Bin dabei. Auf dem Friedhof ist etwas Iridium versteckt. Irgendwas sagt mir, dass Ava schon da ist. Sie wird dir helfen. Ich war noch nie in der Einsiedelei. Es sind iridianische Schutzvorrichtungen darum, aber die müsste ich umgehen können. Es gibt da eine Passage in meinem Buch über alte Sirenentechniken. Ich hole es mir, da die Bibliothek nicht bewacht ist, und komme nach. Alles klar, und wir machen wieder Action. Fliegt! Ich hab dich, mein Mädchen. Uiuiui. Wo schießt mein Vieh denn hin? Ich bin echt mal gespannt, ob die anderen Charaktere wirklich Auswebler sind. Danke, cool. Bis später. Oh mein Gott, ey. Oh, hey. Ich war hier gerade am Leichenplündern. Aber hey, du bist echt Kammerjäger wie Maya früher mal? So mit Abenteuern, Universum retten, Bösewichte killen? Wie du das sagst, klingt das toll. Gefällt mir. Ja, das ist so verdammt cool. Ich könnte sterben vor Freude. Ich werde auch Kammerjäger. Oder ich wäre es gern. Wenn Maya mich mit mehr beauftragen würde, als diese muffige Bibliothek zu bewachen und endlos auf Wasser zu starren. Entschuldigung, ist echt fad hier.
Und plündern wir jetzt den Friedhof, oder was? Was hast du zu bieten, Thor? Nichts, du Null! Gar nichts! Na los! Oh, Mist! An alle! Hier spricht Captain Trott! Die Mönche sind auf diesem gruseligen Friedhof! Erledigt sie und macht mich stolz! Dann spendiere ich eine Runde Soft-Eis! Oh, Soft-Eis. Hab keine Angst. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Egal, wo man hingeht, ist es überall Loot, ne? Das Grab krieg ich ohne Probleme auf. Mhm. Was hast du zu bieten, Grab? Nichts. Ich hab mich schon gefragt, wo ich die hin habe. Maya sagt, die Mönche haben Iridium in die Gräber getan, damit die Toten im Jenseits was zum Ausgeben haben. Wir zahlen es später zurück. Also, wenn wir nicht auch tot sind. Leer. Blöd. Aber ich weiß, wo wir es noch probieren können. Was eine Lache. Trott, nochmal. Wieso wehrt ihr Stapelputzeug überhaupt? Ich meine, ich dachte, ihr steht nur auf Sale und so ein Scheiß. Beendet sofort diese Rebellion, sonst verwandle ich euren Meditationsplaneten zu Feinstaub. Weiter. Ich hoffe, da ist jetzt noch was drin. Ich hab das hier. Es ist klebrig. Wieso ist es klebrig? Mönche sind so schräg. Ratchen. Ich hasse Ratchen. Oder sagt man Ratches? So. Wir müssen sterben. Letztes Grab. Kann mir zu diesem Fragment. Mann, seit ich hier bin, will ich in diese Einsiedelei. Verschlossene Türen jucken mich echt in den Fingern, Mann. Ah, Ratchangriff! Weg hier! Das steht nicht in meinem Vertrag. Oh! Was zur Hölle? Was ist das denn? Ah, hier, Besuch haben wir auch schon wieder. Lass dich von der Jagd mitreißen. Manchmal jagt man, manchmal wird man gejagt. Was ein Action-Gedöns hier.